Das Jahr 2024 wird das Jahr, in dem die Kraft erwacht, und zwar die Schöpferkraft in uns. Und es gibt einen Umstand, der diese Kraft vor allem zum Erwachen bringt. Und das ist leider der Verlust. Aber wir können auf eine sehr weise Art damit umgehen und darum geht's in diesem Video. Schauen wir uns aber erstmal die Numerologie an der Zahl 2024, dann ergibt sich daraus die Quintessenz oder die Quersumme der 8. Und die 8 in liegender Form ist das Symbol für die göttliche Unendlichkeit, die sich jetzt in nie dagewesener Art und Weise durch uns zeigen wird. Und die 8 steht zudem auch für die Kraft, und zwar die Kraft, die von der Liebe geführt wird, also die Schöpferkraft, die Kraft, die das Ego zähmt. Und darum geht's eben in diesem Jahr. Und um das noch besser zu verstehen, blende ich jetzt mal ein Bildnis ein, das es ganz gut beschreibt und das eine Botschaft mit sich bringt, die ich jetzt noch einmal mit euch teilen möchte. Es gibt im Tarot eine Karte, die Karte 8, der Kraft. Und auf dieser Karte sieht man einen Löwen und eine Frau, die stellvertretend steht für die weibliche Energie und sie zähmt den Löwen ganz liebevoll. Einfach nur mit einer liebevollen Energie und sie formt mit ihren Armen und dem Kopf des Löwens eine 8. Und der Löwe wird ganz zahm und er beißt nicht mehr und er brüllt nicht mehr und er lässt sich von der Liebe führen. Und darum geht es jetzt, dass wir diese Kraft ins Spiel bringen, dass wir den Löwen, die Kraft in uns nicht bekämpfen, sondern dass wir sie lieben, dass wir sie empfangen und dass wir ihr sagen, dass sie jetzt von der Liebe geführt wird. Denn wenn die Kraft in uns von der Liebe geführt wird, dann ist das das Wundervollste, was es auf der Welt gibt. Wenn unsere Kraft in uns allerdings nicht von der Liebe geführt wird, dann ist es zerstörerisch. Und das macht uns eben große Angst. Und von daher ist es jetzt so wichtig, die Liebe mit einfließen zu lassen, indem wir auch alles aus einer höheren Perspektive sehen, mit den Augen der Engel, die alles mit Liebe und Weisheit sehen. Sie erkennen, dass die Materie, die uns oft weggenommen wird, dass die uns sowieso nie gehörte. Denn diese Materie gehörte Mutter Erde. Und der Himmelsvater erfüllt diese Materie mit seinem Geist. Und von daher sind wir, die Kinder von der Mutter Erde und dem Himmelsvater, nur diejenigen, denen die Materie geliehen wurde. Also alles in unserem Leben wurde uns nur geliehen. Auch die Dinge, die wir gekauft haben und wo wir denken, dass sie uns gehören, die wurden uns nur geliehen. Denn wir können nichts kaufen oder verkaufen, was uns nicht gehört. Es gehört immer der Mutter Erde. Es gehört ihr immer, es gehört ihr jetzt und es gehört ihr bis in alle Ewigkeit. Und wir können es weder kaufen noch verkaufen. Wir bekommen es, aber trotzdem in unser Feld, aber nur geliehen. Und wenn ein guter Freund dir etwas leiht und du es dem guten Freund irgendwann wieder zurückgibst, bist du dann ärgerlich? Nein, wir sagen in der Regel, vielen, vielen lieben Dank, dass du mir das so lange geliehen hast. Das war so toll. Das hat mir so geholfen und war mir so nützlich. Ich danke dir, dass du mir das so selbstlos für so lange Zeit geliehen hast. Und wenn jetzt Materie aus unserem Feld geht, dann können wir es genauso machen. Dann können wir in Dankbarkeit gehen und Danke sagen, Mutter Erde, Vater Himmel, dass ihr mir diese Sachen geliehen habt und dass ich sie so lange haben durfte. Und man gibt sie jederzeit zurück, wenn sie aus unserem Feld verschwinden. Und wir überlassen es dem Himmelsvater oder der Erdenmutter zu entscheiden, wo es anschließend hingehen soll oder darf. Vielleicht geht es irgendwo hin, wo es besser gebraucht wird und wir haben unsere Lektion gelernt und dürfen es somit wieder abgeben und an unsere Brüder und Schwestern weitergeben. Denn alle Menschen sind ja unsere Brüder und Schwestern und die bekommen dann das, was wir schon so eine lange Zeit haben durften. Und gleichzeitig können wir auch uns sicher sein, dass uns wieder Neues gegeben wird. Ich sag mal neues Spielzeug, das jetzt für jede Altersgruppe entsprechend ist. Das Spielzeug, was wir in der Vergangenheit hatten, aus dem Alter sind wir herausgewachsen. Wir sind jetzt in ein neues Alter gewachsen, wo uns neues Spielzeug gegeben wird, was besser zu unserem Alter passt. Und natürlich
wird uns das auf der anderen Seite dann wieder gegeben, auch wieder von unseren Eltern geliehen, und wir dürfen dann mit anderen materiellen Spielzeugen spielen und können uns hundertprozentig sicher sein, dass das uns gegeben wird. Denn unsere wahrhaftigen Eltern, das ist ja nicht irgendein König oder ein Kaiser. Ich meine, wenn wir Königs- oder Kaiserkinder wären, dann bräuchten wir uns ja um Materie keine Gedanken machen. Aber wir sind nicht Königs- oder Kaiserkinder, wir sind Gotteskinder. Und ich meine, etwas Höheres als Gotteskinder kann es gar nicht geben. Denn Gott und die Göttin, die haben die ganze Welt erschaffen. Und wenn das unsere Eltern sind und wir wissen darum, hallo, worüber sollten wir uns Sorgen machen? Natürlich geben die uns alles, was wir brauchen für diesen Moment. Und wir dürfen es auch ihnen überlassen, denn sie sind die Eltern, die absolut weise sind und voller Liebe. Und sie wissen ganz genau, was wir jetzt am besten brauchen. Und da brauchen wir uns gar keine Gedanken zu machen und wir brauchen uns gar nichts zu wünschen, denn wir sind nicht so weise wie unsere Eltern. Wir können gar nicht aus unserer begrenzten Perspektive sehen, was uns jetzt am meisten nützt. Das können aber unsere Eltern, denn die haben den allumfassenden Blick. Und die wissen genau, was uns jetzt am dienlichsten ist oder was wir nicht mehr brauchen. Und so nehmen sie das wieder weg, was wir nicht mehr brauchen, weil wir herausgewachsen sind. Und sie geben auf der anderen Seite uns das, was wir brauchen. Und wir können einfach nur in absoluter Dankbarkeit sein, dass sie uns so wundervolle Dinge immerzu in die Hände geben, uns immer zuspielen und wir es in ihrem Sinne hier auf der Erde einsetzen dürfen. Ja, so viel zu den Energien. Also es wird die Kraft sich jetzt zeigen in uns. Und wenn wir sie mit Liebe einsetzen, brauchen wir nicht davor erschrecken vor dieser enormen Kraft, sondern wir können uns ganz entspannt zurücklehnen und mit der Gewissheit, dass der Löwe mit Liebe gezähmt ist und dass dann alles sehr weise zum Einsatz kommt. Und zudem habe ich eine Videomeditation erstellt über die Energien der Acht. Und es ist die achte Meditation aus einer Tempelserie. Und die Acht ist ja das Unendlichkeitssymbol. Also die liegende Acht steht für die Unendlichkeit und für die allumfassende Einheit. Und ich arbeite aktuell auch insbesondere an Meditation, denn wir haben es ja im Moment mit vielen Herausforderungen zu tun, die insbesondere auf unser Nervensystem gehen. Und somit geht es im Moment sehr stark darum, dass wir auch unser Nervensystem entlasten. Ich sehe natürlich auch all die Herausforderungen in der äußeren Welt, die auf uns zukommen und die wirklich ganz stark an die Nerven gehen. Aber es gibt sehr viele YouTube-Videos oder Kanäle, die darüber informieren auf allen Ebenen. Und bei mir geht es eben darum, diese Pausen zwischendurch einzulegen, wo man dem Nervensystem einfach eine Ruhe gönnt, weil unser Nervensystem eben, wie gesagt, sehr beansprucht wird. Und eine Technik, mit der wir unser Nervensystem wirklich in die Ruhe bringen können, das sind eben Meditationen oder auch in die Stille zu gehen oder in die Natur, in den Wald, wo auch eine natürliche Stille ist oder natürliche Geräusche. Das ist im Moment sehr wichtig, dass wir unserem Nervensystem diese Pausen gönnen. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal mein Lieblings-Superfood empfehlen. Und zwar ist das marine Phytoplankton. Das finde ich so super, dass ich mal ein spezielles Video darüber erstellt habe. Das verlinke ich dir auch gerne nochmal in der Videobeschreibung. Und dieses marine Phytoplankton, das ist eben quasi eine Art Alge aus dem Meer, von dem sich die größten Säugetiere dieser Welt ernähren, die über das stärkste Nervensystem verfügen. Und das sind die Wale. Weil dieses marine Phytoplankton so gut für die Nerven ist, ist es besonders empfehlenswert, es eben in diesen herausfordernden Zeiten zu nehmen. Und ich nehme es im Moment auch jeden Tag. Und es gibt da eine wundervolle Firma, die ganz hochwertiges marine Phytoplankton anbaut und es auch in Rohkostqualität herstellt. Und auch diese Firma verlinke ich dir nochmal in der Videobeschreibung. Alles Liebe und ein gutes und gesundes neues Jahr.